Auch schon da. So. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Sehr, sehr schön, hier so viele bekannte Gesichter zu sehen. Ich hoffe, ich bin für alle hör- und sehbar. Und wir würden jetzt auch direkt gleich starten mit der Online-Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Möglichkeit haben, auf dieser digitalen Plattform die Übergabe der Schirmherrschaft über die jährliche Flaggenkampagne zum 10. März zu zelebrieren. Und Genau. ja, dass wir hier diese technischen Möglichkeiten trotz Einschränkungen für Tibet nutzen können, damit wir uns für die Tibeterinnen stark machen können, ist wirklich eine tolle Möglichkeit. In Tibet ist es anders. In Tibet ist alles unterdrückt und wir versuchen seit 30 Jahren, Tibet eine Stimme und einen Platz im öffentlichen Diskurs zu geben, unter anderem eben mit der Flaggenkampagne, die von der Initiative organisiert wird und dabei eine sehr große Rolle spielt. Das Hissen an hunderten Rathäusern erinnert jährlich an den immer noch anwährenden Widerstand, der in Tibet immer noch stattfindet und setzt ein Zeichen von Solidarität und spendet vor allem für uns Tibeter Hoffnung. Deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für alle, die heute dabei sind, für alle, die aktiv sich daran beteiligen und für alle, die Flagge zeigen. Ja, es ist wie gesagt sehr schön, all die bekannten Gesichter hier zu sehen und langjährige Unterstützer auch. Und bevor wir jetzt starten, würde ich einmal kurz durch das Programm führen. Dazu teile ich jetzt meinen Bildschirm. Gebeterin. Genau. Wir starten zu Beginn mit unserer Kampagnenreferentin Sarah Schäfer, die einen kurzen Überblick über die Kampagne Flagge zeigen für Tibet geben wird. Anschließend freue ich mich sehr, das Wort an Herrn Sven-Georg Adenauer, Landrat von Kreis Gütersloh, zu übergeben und an die Frau Mergen, Oberbürgermeisterin von Baden-Baden. Schön, dass wir Sie hier beide begrüßen dürfen, dass Sie Zeit haben, daran teilzunehmen und dass wir die Flaggenschirmherrschaft nachher feierlich übergeben können. Ebenso freue ich mich sehr, dass Herr Franz Alt heute hier dabei ist, Autor, Journalist und auch Beiratsmitglied der Tibet-Initiative. Auch er wird nachher noch kurz ein paar Worte zur aktuellen Situation, also zu Tibet 2021 sagen. Und zum Abschluss laden wir Sie alle recht herzlich ein, mit uns digital Flagge zu zeigen. Dafür könnten Sie jetzt schon eine Tibet-Flagge griffbereit halten, sodass wir nachher einen gemeinsamen Startschuss für die Schon Kampagne da. machen können. Okay, ich zeige gerade auf. So, ich würde nun direkt einmal das Wort an Sarah, unsere Kampagnenreferentin, weitergeben, um einen kurzen Einblick über die Flaggenkampagne zu geben. Ja, also hallo von mir. Ich freue mich, dass so viele Leute auch anwesend sind heute und natürlich auch unser ehemaliger Schirmherr, Herr Adenauer und die neue Schirmherrin. Frau Mergen. Die Tibet-Initiative ruft jetzt seit 1996 dazu auf, Städte, Gemeinden und Landkreise dazu auf, die tibetische Flagge am 10. März zu hissen. Warum am 10. März? Weil der 10. März für die Tibet-Bewegung ja der wichtigste Tag ist, der wichtigste Tag zum Erinnern an die Niederschlagung, an die brutale Niederschlagung des tibetischen Volksaufstands von 1959. Die führte damals dazu, dass der Dalai Lama nach Indien geflohen ist und Zehntausende Tibeter und Tibeterinnen auch. An dem Tag wird weltweit demonstriert für Tibet und für Menschenrechte in Tibet. Wie Sie mit Sicherheit alle wissen, ist die Menschenrechtslage in Tibet nach wie vor sehr schlimm. Die Menschen dort sind alles andere als frei. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir weiterhin diese Kampagne am Leben halten, dass wir weiterhin Flagge zeigen für Tibet. Und dass möglichst viele Rathäuser am 10. März auch die tibetische Flagge hissen,
als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Tibet. Letztes Jahr, 2020, waren es über 420 Städte, Gemeinden und Landkreise, die die tibetische Flagge gehisst haben. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Und natürlich freuen wir uns, wenn jedes Jahr mehr Menschen Flagge zeigen und das auch öffentlich. Und wir wissen, dass diese Kampagne Erfolg hat, weil wir eben auch sehr oft davon hören, dass die Chinesen versuchen, das zu verhindern, dass die chinesische Botschaft Gemeinden kontaktiert, indem sie sagen, mach das nicht, zeig keine Flagge für Tibet. Und das zeigt uns eben, dass es wirkt. Das zeigt uns, dass die Botschaft ankommt und die Botschaft kommt auch in Tibet an und zeigt den Menschen in Tibet weiterhin, dass wir für sie da sind und sie unterstützen. Und deswegen ist es sehr wichtig und ein starkes Symbol für Menschenrechte, diese Kampagne aufrechtzuerhalten. Und ich würde das Wort jetzt gern weitergeben an Herrn Adenauer, unseren ja, fast ehemaligen Schirmherren. Ja, vielen Dank für die charmante Überleitung. Ich möchte Sie auch alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich sage einfach, liebe Tibeter, Tibeterinnen, begrüße Sie hier aus Gütersloh. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig traurig, dass ich die Schirmherrschaft abgeben muss. Ich weiß sie aber in guten Händen bei meiner Kollegin Frau Mergen. Die wird das mit Sicherheit sehr, sehr gut machen. Und ich kann das, was Sie eben gesagt haben, auch nur unterstützen. Wir müssen Flagge zeigen. Und ich glaube, gerade in diesen Tagen wird ja deutlich, was Rechte, was gerade Freiheitsrechte bedeuten. Gerade in diesen Tagen, angesichts von Corona, diskutieren wir über Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, über andere Dinge. Wir werden gezwungen, im positiven Sinne Masken zu tragen, Abstand zu halten. Das sind alles Dinge, die notwendig sind, um das Virus zu bekämpfen. Das schränkt unsere Freiheit ein. Aber wenn ich sehe, unter welchen Freiheitseinschränkungen das tibetische Volk seit vielen, vielen Jahrzehnten leiden muss, im Gegensatz zu uns, wir werden das wahrscheinlich jetzt für einen gewissen Zeitraum machen, dann ist das doch ein Riesenunterschied und zeigt uns doch eigentlich auch, wie gut es uns geht und unter welchen freiheitlichen Gesichtspunkten wir hier in Deutschland unser Leben aufgebaut haben, wie selbstverständlich vor allen Dingen Demokratie und Freiheitsrechte für uns sind. Und deshalb ist die Kampagne, wie ich finde, ausgesprochen wichtig und wir dürfen absolut nicht nachlassen in unserem Kampf für Freiheit in Tibet. Ich habe es selbst am eigenen Leib gespürt und das werden Sie, verehrte Frau Mergen, wahrscheinlich auch spüren. Ich habe seit vielen, vielen Jahren die Flagge hier aufgehangen und als ich Schirmherr wurde, hat mich die chinesische Botschaft angerufen und hat dann ihr Missfallen über die Aktion und die Schirmherrschaft zum Ausdruck gebracht. Und das hat mir aber auch ganz deutlich gezeigt, dass wir nicht nur einen wunden Punkt getroffen haben bei den Chinesen, sondern dass tatsächlich, wie Sie es eben gesagt haben, auch das ein Wirkungstreffer ist, wenn wir hier in unserer freiheitlichen, demokratischen, westlichen Welt diese Aktion weiter unterstützen und auch fortführen. Ich werde das auf jeden Fall bei mir im Kreishaus tun, auch weil die tibetische Flagge, wie ich finde, eine ausgesprochen schöne Flagge. Es gibt ja Flaggen, die nicht so schön sind, aber diese Flagge ist ausgesprochen gut anzusehen. Ich finde sie sogar, schöner als die europäische, aber das ist ein anderes Thema. Und insofern sollten wir weiterhin hinter dieser Aktion stehen. Wir sollten weiterhin Solidarität mit Tibet zeigen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal einen Fokus darauf werfen, wie bemerkenswert es ist, was Menschen auch gewaltfrei bewirken können. Und den Protest, den wir hier zeigen, der ist gewaltfrei. Und wenn ich eben gehört habe, das wird auch von den Menschen in Tibet positiv wahrgenommen, dann freut mich das. Und ich versuche hier und habe das versucht in der Vergangenheit und werde das auch zukünftig tun, viele, viele Menschen von der Idee Free Tibet zu überzeugen. Und so eine Schirmherrschaft gibt einem einfach die Gelegenheit, auch in den Medien über dieses Thema zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und insofern ist das eine tolle Sache, dass die Tibet-Initiative einfach einem auch zur Seite steht, wenn es Fragen gibt. Und wir haben hier einen starken Partner. Und die Menschen in Tibet sollen wissen, dass sie hier in Deutschland Menschen haben, denen das Ganze nicht egal ist, was da passiert, sondern dass wir weiter dafür kämpfen werden, dass Tibet irgendwann mal freiheitliche Grundregeln bekommt.
Denn wie gesagt, wir leben in einer Selbstverständlichkeit in Demokratie und ich finde, das haben alle Menschen auf dieser Welt verdient. Und insofern sollten wir uns weiter für Tibet einsetzen. Das war es von mir und ich wünsche meiner Nachfolgerin jetzt schon mal alles, alles Gute. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Adenauer, für Ihre Worte und für Ihre langjährige Unterstützung für Tibet. Es ist, wir brauchen Menschen wie Sie. Ich kann Ihnen heute weder eine Kata noch eine Urkunde persönlich überreichen. Ich hoffe aber, dass diese Sie bald erreichen wird per Post und dass wir das nachholen können, auch in persönlicher Form. Ich möchte jetzt hier auch nochmals ganz kurz den Moment nutzen und sagen, danke, dass hier jetzt so viele Teilnehmer mit dabei sind in Zoom. Ich denke, das ist wirklich schön, dass wir das so, so eine Möglichkeit haben, das zu zelebrieren. Live auf Facebook sind wir nicht. Das hat leider nicht geklappt. Aber zumindest funktioniert das hier intern, die Technik. Genau. Ich hoffe, dass das Paket Sie bald erreicht, Herr Adenauer. Ich hoffe, dass Sie in Zukunft weiterhin Flagge zeigen für Tibet, gesagt haben. Und ich möchte nun gerne das Wort an den Herrn Wolfgang Grader, Vorsitzender der Tibet-Initiative, überreichen, der nun auch offiziell die Flagge von Tibet-Loh nach Baden-Baden übergibt. Ja, sehr geehrter Herr Adenauer, sehr geehrte Frau Merken, lieber Franz Alt und ganz allgemein liebe Tibet-Freundinnen und Tibet-Freunde, ich freue mich, dass diese Veranstaltung, so wie sie heute jetzt geplant worden ist, auch tatsächlich zustande gekommen ist. Aber das hängt damit zusammen, dass schon jahrelang sich viele Menschen für Tibet einsetzen und sich engagieren. Wir wissen, das Tibet-Thema ist ein sehr langes Thema. Das reicht ja schon bis in die 50er Jahre zurück. Und 1959, wie der Aufstand war, die Niederschlagung des Aufstandes, ist der Tibet-Aufstand sehr virulent geworden, das Tibet-Thema. Und man könnte meinen, Tibet ist fast ein vergessener Konflikt. Aber das ist dem nicht so. Es gibt zwar viele Konflikte derzeit auf der Welt, aber Tibet ist nach wie vor präsent mit all diesen Problemen, Menschenrechtsverletzungen und Ungerechtigkeiten. Und dass wir aber heute jetzt zusammengekommen sind und daran wieder denken und mit der Flaggenaktion so viel bewegen können, hängt eindeutig damit zusammen, dass es Menschen gibt, denen das tibetische Volk nicht gleichgültig ist und sich jahrelang eingesetzt haben. Das sind Menschen, die sich in Initiativen, in Regionalgruppen, in Organisationen zusammengeschlossen haben und dann sind sie auf die Straße gegangen, haben Mahnwachen organisiert, haben Veranstaltungen organisiert, haben versucht, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu stärken. Aber das Ganze funktioniert nur, das Ganze kann nur zum Erfolg werden, wenn es gelingt, auch Menschen zu gewinnen, die in der politischen Entscheidung sind. Das heißt, ein wichtiges Anliegen der Tibet-Initiative Deutschland ist es, ein wichtiges Anliegen der ganzen Menschen ist es, die sich für Tibet einsetzen, dass die politischen Entscheidungsträger selbst sich für Tibet engagieren. Und daher kann ich es Ihnen gar nicht hoch genug anrechnen, dass Sie als Landrat, Herr Adenauer, und Sie als Oberbürgermeisterin von Baden-Baden sich dieses Thema angenommen haben und als politisch Engagierte, als Politiker und Politikerin sich für Tibet einsetzen. Und daher gilt jetzt zuerst einmal wirklich ganz, ganz großen Dank an den Herrn Adenauer, der im Prinzip der vierte Schirmherr für die Flaggenaktion gewesen ist. Der erste Schirmherr war der Bürgermeister von Bremen, der Henning Scherf. Der zweite Schirmherr war Oberbürgermeister von Bamberg, Andreas Starke. Der dritte Schirmherr war Oberbürgermeister von Darmstadt, Jochen Patsch. Und dann waren Sie an der Reihe als Landrat von Gütersloh. Herzlichen Dank, dass Sie, so wie die anderen Schirmherren vor Ihnen, 2 Jahre lang diese Schirmherrschaft übernommen haben. Ganz, ganz großen Dank. Die Tibeter und auch die ganzen Tibet-Freunde freuen sich, dass es so war. Und jetzt kommt der nächste Schritt für die nächsten 2 Jahre. Es freut mich ganz besonders, Frau Mergen,
dass Sie als Oberbürgermeisterin von Baden-Baden diese Schirmherrschaft jetzt frisch übernommen haben für die kommenden 2 Jahre. Jetzt ist die Frage, wie wir eigentlich auf Baden-Baden gekommen sind. Das hängt damit zusammen, dass wir schon gewusst haben, dass die Stadt schon seit Jahren einerseits Flagge für Tibet zeigt und regelmäßig am 10. März die tibetische Flagge hisst, aber da waren noch so andere Signale im Raum, dass auch Baden-Baden schon den Dalai Lama empfangen hat bei einer großen Veranstaltung, an der er auch dabei sein konnte. Dann haben wir auch gewusst, dass unser Beiratsmitglied Franz Alt auch in Baden-Baden wohnt und irgendwie haben wir uns gedacht, die Zeit ist reif für Baden-Württemberg, die Zeit ist reif für Baden-Baden. Und daher freue ich mich sehr, dass ich Ihnen jetzt offiziell die Schirmherrschaft für die Flaggeaktion Flagge zeigen für Tibet übergeben kann. Und es sind ja genau mit Ihnen jetzt 25 Jahre Flaggenaktion. Das heißt, mit Ihnen steigen wir in die nächsten 25 Jahre ein. Und das freut mich ganz besonders. Und ich kann Ihnen leider die Flagge nicht offiziell geben, aber ich habe sie hier, ne? Also bildlich gesprochen schicke ich sie Ihnen digital jetzt zu, aber ab jetzt würde ich sagen, wenn Sie jetzt zusagen, sind Sie Schirmherrin der Flaggenaktion der Tibet-Initiative Deutschland. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Grader. Ich übernehme quasi virtuell die Flagge, die ich hinter mir habe. Ja. Ganz herzlichen Dank auch, ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Adenauer, für die Schirmherrschaft in den vergangenen 2 Jahren. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe engagierte Vertreter für die Freiheit von Tibet, ich freue mich sehr, dass Sie mir zutrauen, die Schirmherrschaft für die nächsten 2 Jahre zu übernehmen, für Ihre Anliegen, die Sie ja schon seit jetzt 25 Jahren mit der Kampagne auch sehr engagiert vertreten. Die Entwicklung in Tibet ist jetzt schon fast 70 Jahre eigentlich in der Welt und seit der Zeit bewegt uns alle das Thema. Mich persönlich hat am meisten beeindruckt, dass das tibetische Volk diese Drangsalierung ohne Gewalt ertragen. Sie haben sich bewusst zu einem gewaltfreien Verhalten bekannt und das hat mich immer sehr beeindruckt. Denn wir kennen auch aus der jüngeren Vergangenheit, denken Sie an die Ukraine, immer wieder diese Konflikte, die da entstehen, wo auch gewaltsame Übergriffe sind, wo aber dann das Volk sich doch dagegen auflehnt wehrt und dann meistens mit kriegerischen Konflikten einhergehen, die sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen. Und dafür gibt es viele, viele Beispiele in der Welt. Umso mehr muss man einem Volk, was sich zu einer Gewaltfreiheit bekennt, immer wieder Mut machen und sagen, akzeptiert nicht, wie mit euch umgegangen ist, schon mal euren Vätern oder inzwischen auch Großvätern und Großmüttern. Tretet immer wieder ein für die Freiheit eines jeden Menschen, so wie wir es im Westen vor einigen Jahren auch erkämpfen mussten. Auch hier gab es immer wieder in der Vergangenheit, in der Geschichte, andere Phasen. Und gerade wir in Deutschland wissen um die Phase im Dritten Reich, als die Menschen massiv drangsaliert und bedrängt wurden, und die Freiheitsrechte mit Füßen getreten wurden. Gerade auch aus dieser historischen Verantwortung empfinde ich es als Pflicht, als Deutsche für Demokratien und für Freiheitsrechte eines jeden Menschen auf der Welt einzutreten. Und gerade in Baden-Baden so empfinde und ich erlebe diese Stadt, wie Sie, lieber Herr Alt, sicher auch, eine Stadt mit einer langen Geschichte über 2000 Jahre, und in dieser Geschichte sehr stark geprägt von einer großen Weltoffenheit. Menschen aus der ganzen Welt kamen und kommen immer wieder gerne hierher, erleben die Stadt als eine sehr internationale Stadt, aber auch eben weltoffen für jedwede Gesinnung. Das mögen Sie beispielsweise daran erkennen, dass wir, obwohl wir nur 55.000 Einwohner haben, eine Vielzahl unterschiedlicher Kirchengebäude haben. Russisch-orthodox, rumänisch-orthodox, eine anglikanische Kirche, die katholische Freikirche, die Methodistenkirche. Wir haben eine Vielzahl, natürlich auch die Synagoge und die Moscheen. Und auch diese Glaubensgemeinschaften fühlen sich hier sehr wohl und aufgehoben. Und man kann sich hier recht frei entfalten im Rahmen unserer uns selbstgegebenen gesellschaftlichen Regeln. Und wir haben dieses auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer sehr offensiv gelebt. Ich zeichne Baden-Baden immer als eine Stadt des Dialoges.
Und so hatten wir beispielsweise im Jahr 2009 den NATO-Gipfel hier. Er fand damals gleichzeitig in Baden-Baden und in Straßburg statt. In Baden-Baden verlief es sehr friedlich, in Straßburg leider nicht ganz so friedlich. Oder wir hatten vor 3 Jahren die EU-Finanzminister hier im Rahmen der EU-Präsidentschaft, waren die Wirtschaftsminister hier jetzt gerade im Frühjahr, waren die Telekommunikationsminister hier im Rahmen der Vorbereitung der EU-Präsidentschaft in diesem Jahr. Und das zeigt mir immer wieder, dass Baden-Baden eine offene Stadt des Dialoges ist. In dem Zusammenhang kam auch der Dalai Lama hier nach Baden-Baden und wurde gewürdigt im Rahmen des Deutschen Medienpreises, der in den letzten 25 Jahren an bedeutende Persönlichkeiten immer wieder verliehen wurde. Und mir sagte mein Amtsvorgänger, dass es ein sehr einprägsames Erlebnis gewesen sei, mit dem Dalai Lama hier ins Gespräch zu kommen. Auch das rührt die Bürger in der Stadt und sagt, ja, wir haben eine Verantwortung auch für Demokratie und Menschenrechte in der ganzen Welt. Und deswegen hatte ich mich gefreut, liebe Frau Schäfer, als Sie mich angesprochen hatten, schon im Sommer letzten Jahres, ob ich bereit wäre, hier auch die Schirmherrschaft zu übernehmen. Übrigens, ich finde den Begriff Schirmherrschaft für eine Frau schwierig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Baden-Baden ist schon seit über 20 Jahren mit bei der Flaggenkampagne dabei. Und wir hissen diese Flagge mit voller Überzeugung hier oben auf dem schönen alten Rathaus, ein altes Gebäude, was ein bisschen über der Stadt auch präsentiert, weithin sichtbar. Und auch ich hatte natürlich, lieber Kollege Adenauer, die entsprechenden Schreiben aus China von dem chinesischen Botschafter, die uns dann auch eben doch drängen wollten, von dieser Beteiligung an der Flaggenkampagne abzusehen. Ich werde mein Bestes geben, hier als Schirmherrin auch in den nächsten 2 Jahren Flagge im wörtlichen Sinne zu zeigen. Hoffe auch, dass jetzt gerade durch das Abkommen, was die EU gerade kurz vor Weihnachten auch mit China geschlossen hat, dass wir auch da die Möglichkeit haben, über unsere Vertreter in der EU darauf hinzuwirken, dass die arbeitsrechtliche Zwangsarbeit abgeschafft wird. Das war ein Bestandteil im Rahmen dieser Vereinbarung. Die Chinesen haben sich noch nicht erklärt, bis wann sie das tun wollen. Aber ich glaube, da können unsere Vertreter über die EU, denke ich, auch darauf hinwirken, dass Zwangsarbeit in China und dann auch in Tibet eben bald Geschichte sein wird. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Und insofern möchte ich mich gerne dafür einsetzen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie in mich setzen. Und lieber Herr Alt, ich freue mich sehr, wenn Sie mir hin und wieder dann quasi Bürger der Stadt auch ruhig Hinweise geben, wo Sie den Eindruck haben, dass ich mich engagieren könnte im Sinne auch der Schirmherren. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Mergen, für Ihren Einsatz und für Ihre Courage, auch gegenüber den Schreiben von den chinesischen Botschaftern. Das ist für uns wirklich ein sehr, sehr starkes Zeichen. Wir müssen, um die tibetische Kultur und auch um die tibetische Identität zu bewahren, in Deutschland Berührungspunkte schaffen können. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass Veranstaltungen wie die Flaggenkampagne für mich als Tibeterin im Exil sehr prägend und auch bestärkend sind. Dazu kommt noch immer hinzu, dass wir immer noch viele Leute haben, auch in Deutschland, die sich für das Thema interessieren, die uns unterstützen möchten, mit uns mitfühlen und auch für Gerechtigkeit sich einsetzen. Und deswegen möchte ich hier jetzt auch gerne zum Herrn Hans Alt überleiten, der diesen Gedanken vielleicht noch etwas weiterführen kann, wie wir 2021, welche Rolle Tibet hierbei spielen könnte. Franz Alt, möchte kurz vorstellen, ist Journalist, Autor, ein langjähriger Freund von seiner Heiligkeit in Dalai Lama, aber eben auch in erster Linie für heute ein Baden-Badener, wenn man das so sagt. Ja. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, dabei zu sein bei der heutigen Veranstaltung. Ich glaube,
das mit Ihrer, ich, müssen Sie noch entstummen? Herr Alz, Sie sind nicht zu verstehen. Doch, kann ich Sie nicht hören? Wenn Sie bitte das Mikrofon nochmal freischalten. Ja. Ist es jetzt? Jetzt ist es gut. Danke. Okay, sehr gut. Okay. Ja, herzlichen Dank. Freue mich sehr, dabei zu sein und bin natürlich drei Vorbemerkungen, drei kurze. Erstens sehr stolz darauf, als Baden-Badener zu hören, dass die Baden-Badener Oberbürgermeisterin jetzt die Schirmherrin ist oder die Schirmfrau ist dieser wichtigen Flagge zeigen Aktion. Zweitens, Herr Adenauer, auch mit Ihnen verbindet mich etwas. Mein erstes Buch hieß Es begann mit Adenauer. Da war natürlich, ich glaube, Ihr Großvater. War das Ihr Großvater? Richtig, der Konrad Adenauer hat mich begleitet seit meiner Kindheit, meiner Jugend. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute Ihnen, dem Enkel, begegnen darf. Drittens, ich stand mit dem Dalai Lama im Herbst 89 an der Berliner Mauer. Die Mauerspächte haben von beiden Seiten schon an der Mauer herumgeklopft. Es war klar, diese Mauer wird fallen. Und die Menschen haben dem Dalai Lama eine brennende Kerze in die Hand gegeben und ihn auf die Mauerreste gehievt. Und da stand er nun und hat gesagt, einen für mich unvergesslichen Satz, so sicher, wie diese Mauer fallen wird, wird Tibet eines Tages frei sein. Und in dem Augenblick ist mir klar geworden, dass geistige Kraft, in diesem Fall ausgestrahlt vom Dalai Lama, immer mächtiger sein wird als alles Militär und alle Gewaltherrschaft und alle Diktaturen auf dieser Erde zusammen. Wenn ich eben von Herrn Adenauer gehört habe oder auch von Frau Merkel, dass dieses Riesenreich China, das auf Waffen und Soldaten setzt, immer wieder protestiert, weil dieses relativ kleine Tibet so viele Anhänger hat in der ganzen Welt, ist mir wiederum klar, bis in dieses Jahr 2021 hinein, wie wichtig es ist, auf die Geistkraft zu setzen und nicht nur auf die rein materielle oder militärische Kraft. Der Geist ist mächtiger als die Materie. Das ist das, was ich seit 40 Jahren, so lange sind wir befreundet, vom Dalai Lama immer wieder gelernt habe. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Lernprozess in meinem langen Leben gewesen. Diese Freundschaft mit dem Dalai Lama, die übrigens meine Frau vor über 40 Jahren mal eingefädelt hat. Ich bin also sehr dankbar für diese lange Freundschaft und deswegen auch sehr gerne dabei und verfolge diese Flagge zeigen für Tibet schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder. Heute früh durfte ich per Video auch dem Dalai Lama wieder begegnen. Ich habe mir... Halt, Ihr Mikro ist wieder stumm. Immer noch nicht? Jetzt ist es wohl... Jetzt. Ah ja, ich hoffe, dass es so bleibt. Wahrscheinlich ist der chinesische Geheimdienst hier aktiv. Also, ich wollte sagen, dass ich sehr gerne dabei bin und dass ich heute früh wieder mal dem Dalai Lama zuhören durfte über eine Videokonferenz. Er hat mit Greta Thunberg diskutiert und hat wiederum auf etwas hingewiesen, das wir in unserem letzten gemeinsamen Buch, das wir geschrieben haben, wir haben mehrere Bücher zusammengeschrieben in den letzten Jahren, hier geht es, schützt die Umwelt. Das Thema heute früh, das Dalai Lama mit Greta Thunberg und führenden Klimawissenschaftlern auf der ganzen Welt besprochen hat, hieß Our Only Planet. Unser einziger oder man kann auch sagen, unser einzigartiger Planet, dass wir den besser schützen müssen. Und er hat viele Beispiele aus Tibet gebracht, um deutlich zu machen, wie notwendig es ist, gerade auf die Umwelt in diesem dritten Pol, sagen ja viele
Wissenschaftler, diesen dritten Pol neben dem Nordpol und dem Südpol auf den dritten Pol, also auf das Dach der Welt zu achten. Und dass das für die ganze Welt wichtig ist, gerade dort den Klimaschutz ernster zu nehmen, als es zurzeit unter chinesischer Herrschaft geschieht. Und er hat heute früh auch nochmal der Greta Thunberg sehr herzlich dafür gedankt, für dieses Engagement und dass sie so viele junge Leute bewegt und dass wir Alten die Jungen dabei unterstützen müssen, wenn es um den Klimaschutz geht. Das fand ich auch sehr eindrucksvoll, hat er auch in unserem Buch immer wieder gesagt und auf diese Zusammenhänge hingewiesen. Es sind ja wir Alten, die den ganzen Schlamassel mit der Klimaerhitzung den Jungen eingebrockt haben. Die müssen es ausbaden. Also wenn wir es eingebrockt haben, müssen wir zumindest noch die Jungen unterstützen dabei und sie ernst nehmen und nicht Greta so abtun, wie das viele Klimaleugner bis heute noch immer tun. Ich finde einfach, und da hat mir der Dalai Lama auch in unserem Buch sofort zugestimmt, kein Mensch, keine Generation hat das Recht, die Lebensgrundlagen der künftigen Generationen so aufs Spiel zu setzen, wie das leider meine Generation mit einer unverantwortlichen Energiepolitik getan hat. Und der Dalai Lama hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass wir dabei auch die Alten, die Älteren, die Jüngeren unterstützen. Und er hat an vielen Beispielen Tibets aufgezeigt, was herauskommt, wenn man die Umwelt missachtet. Ich habe selbst in Tibet in den 80ern gesehen, was passiert, wenn eine Besatzungsmacht wie die Chinesen Wälder gnadenlos abholzen. Ich habe in Tibet damals Gegenden gesehen, die sahen aus wie Waldfriedhöfe. Und mir war klar, was das langfristig für Folgen haben wird. Der Dalai Lama weist darauf hin, dass die Eisschmelze, die Gletscherschmelze in Tibet ein Riesenwasserproblem für Milliarden Menschen in Indien und China sein wird in der Zukunft. Heute schon hat Nordchina riesige Wasserprobleme, weil immer weniger Gletscherwasser aus den Flüssen vom Himalaya nach Tibet kommt. Und Wasser ist nun mal das die Überlebensbasis der Menschheit. Ohne Wasser kein Leben, so wie ohne gutes Klima kein Leben möglich ist. Und wir sind dabei, das Klima so aufzuheizen, dass wir auch riesige Wasserprobleme bekommen, einfach weil das Eis dramatisch schmilzt. Und dann die größten Flüsse Asiens, die im Himalaya entspringen, bald kein Wasser mehr mit sich führen werden, weil das Eis im Himalaya weg ist. Also die Klimafrage, die Wasserfrage und damit die Frage, die Ernährungsbasis der Menschheit. All das hängt eng zusammen. Der Dalai Lama spricht immer davon, dass wir ganzheitlicher denken müssen, wenn wir die heutigen Probleme lösen wollen. Er hat in dieser Sendung mit Greta davon gesprochen, dass wir weltweit eine ökologische Pädagogik lernen müssen. Bis in unsere Schulen und bis in unsere Universitäten muss Ökologie und Umwelt, also unsere Lebensbasis, eine viel größere Rolle spielen, als das bisher der Fall war. Er spricht immer wieder davon, dass wir endlich eine Revolution des Mitgefühls, eine Weltrevolution des Mitgefühls brauchen, wenn wir die Probleme lösen werden und die Probleme lösen wollen. Und in den vielen Gesprächen, ich glaube 40 Mal sind wir uns begegnet in den letzten Jahrzehnten, hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass die Technik zwar wichtig ist zur Lösung der heutigen globalen Probleme, aber die Technik allein wird uns nicht retten. Wir brauchen so etwas wie eine neue Verbindung zwischen Ethik und Technik. Und das ist etwas, was der Dalai Lama der ganzen Welt schon seit Jahren geradezu einhämmert, dass das Materielle, das Technische, wo wir ja wirklich Weltmeister sind, auch wir Deutschen, nicht ausreicht, um die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten zu retten. Wir brauchen also eine ökologische Ethik und das braucht die ganze Welt. Und der Dalai Lama macht auch ganz konkret und praktisch Vorschläge, wie man die Probleme lösen kann. Er sagt zum Beispiel, pflanzt doch endlich mal
die Wüsten auf. Also die Wiederaufforstung der Wüsten. Da haben vor Tausenden von Jahren ja auch Bäume gestanden. Und wir haben heute nur noch halb so viele Bäume auf der Welt, wie wir einmal hatten. Wir hatten mal 6.000 Milliarden Bäume. Heute haben wir noch 3.000 Milliarden Bäume. Und jeden Tag verlieren wir etwa mehrere Milliarden Bäume. Gestern Abend habe ich von einem mexikanischen Freund gelernt, dass wir pro Tag 10.000 Milliarden Bäume abholzen. Und da setzt der Dalai Lama nun ein Gegengewicht und sagt, die Wiederaufforstung wäre eine große Möglichkeit, weil jeder Baum CO2 aufnimmt, dass wir zumindest noch eine Pause bekommen, um den Klimawandel durch die Energiewende komplett wieder aufzuhalten. In unserem neuen Buch schreibt der Dalai Lama auch ein Gedicht über die Bäume. Das ist ein Gedicht, in dem er den Zusammenhang von Klimaschutz, Umweltschutz und Bäumepflanzen propagiert. In diesem wunderschönen Gedicht, das besteht aus 30 Strophen, schreibt er in der Strophe 29 Folgendes. Führen wir doch den Brauch ein, zu bestimmten Zeiten Bäume zu pflanzen. So leisten wir damit einen sinnvollen Beitrag. Wir erweisen allen Lebewesen gute Dienste und bewirken sowohl unser eigenes Glück als auch das Glück der anderen. Und da fällt mir wieder etwas auf, was mir bei jeder Rede und bei jedem Gespräch mit dem Dalai Lama bisher aufgefallen ist. Leben ist immer mehr als menschliches Leben. Leben ist immer auch, wenn man es ganzheitlich sieht, wie es der Dalai Lama vorschlägt, das Leben von Tieren und von Pflanzen. Aber heute zerstören wir dieses Leben. Wir rotten jeden Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Es werden Millionen Tier- und Pflanzenarten aussterben, aber ohne Tiere und ohne Pflanzen können wir nicht leben. Da sind die Schultern, auf denen wir stehen. Und der Dalai Lama sagt in jeder Rede heute, diese Ganzheitlichkeit müssen wir neu lernen. Das ist die Basis für unsere Rettung. Buddhistische Kinder lernen von Anfang an, dass alles Leben heilig ist. Nicht nur das menschliche Leben, sondern auch das tierische und pflanzliche Leben besteht in einer Interdependenz, in einem Zusammenhang. Es kann Menschen nicht geben, wenn es keine Tiere gibt und keine Pflanzen mehr gibt. Albert Schweitzer würde vielleicht sagen, mehr Ehrfurcht vor allem Leben, nicht nur vor dem Menschlichen. Wir sind so anthropozentrisch fixiert. Also wir Menschen, nicht der Mensch im Mittelpunkt. Das sehen viele als großen Fortschritt an. Dabei ist das genau unser Problem. Nicht der Mensch im Mittelpunkt, das Leben im Mittelpunkt. Das ist das, was wir Christen auch von den Buddhisten lernen müssen. Für Buddhismus ist immer das Leben ganzheitlich zu sehen. Aber wir mit unseren 10-Liter-Autos sorgen dafür, dass dann die Menschen aus Afrika dort keine Lebensgrundlagen mehr haben durch die Klimaerhitzung und zu uns fliehen müssen. Also auch die Klimaflüchtlinge und künftig, bisher hatten wir weitgehend Kriegsflüchtlinge, jetzt kriegen wir immer mehr Klimaflüchtlinge, es werden Millionen vertrieben aus ihrer Heimat, dadurch, dass wir 10-Liter-Autos fahren oder dass wir zu viel Fleisch essen. Das Steak, das wir essen, hängt sehr wohl zusammen mit der Armut in Bangladesch. Auch das sagt der Dalai Lama immer wieder. Oder dass Tiere am Amazonas ertrinken oder verbrennen. Wir können immer nur ernten, was wir sehen. Das hat Buddha gesagt, das hat Jesus von Nazareth gesagt. Das hat Mahatma Gandhi gesagt, das hat Albert Schweitzer gesagt. Also alle wirklich Großen. Das sind nicht die chinesischen Machthaber. Alle wirklich Großen, das sind die geistig Großen oder der Dalai Lama, weisen auf diese Zusammenhänge hin. Ihr könnt nur ernten, was ihr seht. Der Dalai Lama ruft zum Beispiel ganz konkret und praktisch alle Menschen dazu auf, weniger Fleisch zu essen. Was ja viele junge Leute vor allen Dingen heute tun. Und sagt, Klimaschutz fängt auf dem Teller an. So konkret und praktisch kann Religion sein, wenn Religion auf der Höhe der Zeit ist. Und der Dalai Lama geht dann auch einen Schritt weiter als viele Ökologen heute oder auch viele christliche Theologen und sagt,
Ethik ist wichtiger als Religion. Das heißt ganz konkret und praktisch, macht keine frommen Sprüche, das hilft gar nichts, sondern tut etwas. Eure Taten sind wichtiger als eure frommen Sprüche. Das könnte von Jesus von Nazareth sein. Ich sehe immer wieder diese Zusammenhänge, weil das für mich die andere große Figur ist, von der ich viel gelernt habe und jeden Tag viel lerne in meinem Leben. Ich will mal dieses vorhin schon zitierte Gedicht, erwähnte Gedicht vom Dalai Lama an einer Stelle kurz zitieren. Er bezeichnet unsere Erde immer als Mutter Erde. Die Mutter, der wir viel zu verdanken, der wir unser ganzes Leben zu verdanken haben. Kein Mensch von uns würde leben ohne seine Mutter, auch nicht ohne seinen Vater. Also, ich zitiere den Dalai Lama mit diesem Öko-Gedicht. Er sagt, wir beschmutzen unnötigerweise die schöne Brust unserer Mutter Erde. Wir entreißen ihr die Bäume und können doch unsere Habgier nicht stillen, sodass der fruchtbare Boden sich in eine sterile Wüste verwandelt hat. Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Umwelt und der Innenwelt der Menschen, wie sie in den Tantras beschrieben steht oder in den Werken ihrer Astronomie und Medizin, wurde in den jüngsten wissenschaftlichen Experimenten bestätigt. Doch nach der chinesischen Besatzung wurde die Landwirtschaft grundlegend geändert. Und jetzt wird er wieder ganz konkret, auch in seiner Kritik an China, und sagt, dass 80% der fruchtbaren Böden in Tibet umgepflügt worden sind für den Anbau von Weizen und dass das eine riesige ökologische Katastrophe ist. Das Abholzen der tibetischen Wälder, damit wurde schon vor 60 Jahren begonnen, in den osttibetischen Provinzen vor allen Dingen. Das hat mich beim Anblick schon in den 80ern, wie gesagt, ziemlich erschreckt. Und mir war klar, dass da eine Umweltkatastrophe auf uns zukommt. Heute sind über die Hälfte aller tibetischen Wälder abgeholzt. Sie sind verschwunden. Und für den Abtransport nach China, dort ist das Holz aus Tibet schließlich gelandet, wie so viele andere, auch Bodenschätze. Deshalb legt China ja großen Wert, dass Tibet zu China gehört. China ist in Wirklichkeit weniger an den Menschen, sondern an den Bodenschätzen, an den Wäldern interessiert und auch natürlich militärisch an Tibet als Wall gegenüber der anderen asiatischen Großmacht, nämlich Indien. Also eine der Ursachen für den Anstieg der Klimaerwärmung auf dem Dach der Welt hängt damit zusammen, was die Chinesen an Umweltzerstörung angestellt haben auf dem Dach der Welt. Heute haben die Chinesen eingesehen, dass das auch für China schlecht ist und sie haben Abholzungen gestoppt, aber es hat Jahrzehnte gedauert und davon hat sich Tibet bis heute nicht erholt. Und der Dalai Lama weist in jeder Rede darauf hin, dass uns die Sünden von gestern halt auch heute einholen werden. Die Unterstützung von Tibet ist schon deshalb wichtig, auch in der Zukunft, auch mit diesen Flaggenaktionen, weil für mich feststeht, solange auch nur ein Land der Welt und eine Gesellschaft nicht wirklich frei ist, sind auch wir in der sogenannten freien Welt nicht wirklich frei. Freiheit, die uns von unserem Schöpfer mitgegeben ist, ist immer eine Freiheit für alle. Und wenn nicht alle wirklich frei sind, werden auch wir nicht wirklich, wirklich frei sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir, liebe Frau Merkel, diese Flaggenaktion so ernst nehmen und auch Sie, lieber Herr Adenauer, diese Flaggenaktion so ernst genommen haben und weiter ernst nehmen wollen. Ich sage sicherlich für uns alle, wir werden an dieser Aktion festhalten. Ich habe mal den Dalai Lama gefragt, warum wollen Sie... denn so alt werden? Er sagt, er ist alt und weißt du auch warum? Dann kann ich noch möglichst lange die Chinesen ärgern. Wir wollen das ja nicht machen, um die Chinesen zu ärgern in erster Linie. Das machen wir nebenbei auch, so wie der Dalai Lama es macht. Aber
Wir wollen dafür sorgen, dass Tibet nicht vergessen wird. Und wir, die wir in Freiheit leben, das haben die Vorredner schon deutlich gesagt, ich betone es noch einmal, sind geradezu verpflichtet, das auch zu tun. Freiheit hat immer die andere Seite und die heißt Verantwortung. Freiheit ist immer frei, verantwortete Freiheit. Und deshalb werden wir weiter Flagge für Tibet zeigen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Alt, für diesen ganz wichtigen und großartigen Beitrag, den Sie heute auch hier geleistet haben. Das ist, Ihre Worte treffen die Situation und Sie sagen auch, wie wichtig es ist, dass wir jetzt besonders aktiv handeln. Es gibt ganz viele Punkte, ganz viele Themen, auch Tibet betreffend, wo wir 2021 ansetzen müssen. Und wir starten heute hier mit der Flaggenkampagne und es wird aber im kommenden Jahr noch sehr viel mehr kommen, weil, wie Sie es auch gesagt haben, wir müssen ganzheitlich in mehreren Bereichen ansetzen, um das zu schaffen. Und 2020 war ein schweres Jahr, in dem wir täglich eigentlich nach China geblickt haben und uns ganz bewusst Bilder gezeigt wurden auch, oder wir bewusst Bilder wahrnehmen konnten in Hongkong über die Demokratiebewegung, wie die unterdrückt wurde, der brutale Umgang mit den Uiguren, der Konflikt mit Taiwan. Es gibt in China viele, viele Probleme und Tibet ist aktuell leider sehr weit runtergerutscht auf der Agenda. Und das liegt einfach daran, dass es sehr, sehr stark unterdrückt und überwacht wird. Umso wichtiger ist diese Aktion, Flagge zeigen für Tibet, eine Stimme Tibet geben und eine Stimme den Tibeterinnen geben. Und ich habe auch, wie ich es zu Beginn schon gesagt habe, ist die tibetische Flagge, die tibetische Fahne, eines der wichtigsten Symbole, die unsere Identität widerspiegelt. Und wie stark die Verbindung auch heute noch in Tibet zu dieser Flagge ist, würde ich Ihnen gerne noch anhand von zwei Bildern zeigen. Auf diesen Bildern sieht man die Proteste aus dem Jahr 2008. Man sieht, wie Tibeter mit selbst gebastelten Fahnen im Bezirk Golok stolz in der Öffentlichkeit unterwegs sind und ihr Leben dabei riskieren, um diese Flagge zu hissen. In Tibet ist die Flagge verboten und wird mit Gefängnis auch bestraft. Ich möchte damit einfach zum Ausdruck bringen, dass die Unterstützung, welche wir hier von allen Städten, Landkreisen und Kommunen, aber auch Privatpersonen erhalten, ein sehr, sehr starkes Zeichen ist, dass wir auch nach Tibet senden. Ich möchte jetzt gerne noch das Wort an den Herrn Dunduk Donker überreichen, der heute den Verein der Tibeter in Deutschland vertritt, aber auch Vorstandsmitglied der Tibet-Initiative ist. Ja, könnt ihr mich hören? Ja. Ja, super. Danke sehr. Guten Tag. So. Vielen Dank, dass ich an dieser Flaggenaktion Schirmherrschaftübergabe virtuelle Meeting teilnehmen durfte. Und es ist das zweite Mal, dass ich dabei bin. Letztes Mal war in Gütersloh, wo ich auch Musik gespielt habe und da habe ich auch Herrn Adenauer auch kurz getroffen. Also sehr schön, vielen Dank, und dass ich hier nochmal sein durfte. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tibet-Freundinnen und Freunde, es ist über 60 Jahre her, seit die kommunistische China illegal mein Land besetzt hat. Es ist über 60 Jahre her, seit meinen Brüdern und meine Schwestern ständig in Angst und Bedrohung leben müssen. Es ist über 60 Jahre her,
seit der kulturelle Völkermord in meinem Land, Tibet, stattgefunden hat. Es ist über 60 Jahre her, dass wir gekämpft haben für unsere Freiheit und für unser Land. 60 Jahre Kampf. Ein Kampf, den jemand für unmöglich hält, um zu gewinnen. Aber wir Tibeter haben unseren Kampf nie aufgegeben. Wir kämpfen immer noch, wir werden weiter kämpfen, egal was passiert, egal wie lange es dauert. Denn unser Kampf ist gerecht und gewaltlos. Wir haben seine Heiligkeit, der Dalai Lama, vor dem die chinesischen Regierung Angst haben. Und natürlich haben wir auch sehr starke Unterstützerinnen und Unterstützer wie Sie aus der ganzen Welt. Ihre Stimme sind die Stimmen jener Tibeter in Tibet, deren Stimme brutal unterdrückt wird. Ihr seid die Botschafter von Freiheit und Gerechtigkeit. Ihre Botschaften und Ihre Stimme bedeuten viel für diejenigen, die unter dem kommunistischen chinesischen Regime kein einziges Wort aussprechen konnten. Deshalb, wir werden heute ein starkes Signal direkt in den Ohren von Xi Jinping senden, indem wir diese tibetische Fahne jedes Jahr tibetische Fahne zeigen und jedes Jahr vor den Rathäusern die Fahne hissen. Und die Tibeter in Tibet mitteilen, dass die nicht alleine sind. Ich wollte meinen Brüdern und Schwestern in Tibet auch mal mitteilen, dass die sind nicht alleine. Wir sind unterstützt von allen Leuten aus der Welt. Es ist ganz sicher, dass ein Tag kommen wird, in dem die Tibeterinnen und Tibeter in Exil und auch in Tibet vereinigen. Ich bin mir sicher, dass dieser Tag definitiv kommen wird. Denn wir sind nicht alleine. Unsere deutschen Brüder und Schwestern sind auch bei uns. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam werden wir dieses Ziel erreichen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank, Herr Adenauer, dass Sie bis jetzt diese Flaggenschirmherrschaft übernommen haben. Und vielen Dank an Frau Merken, dass Sie auch die Flaggenaktion Schirmfrau übernommen haben. Vielen Dank für eure Unterstützung und Free Tibet, lang lebe seine Heiligkeit der Dalai Lama. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Dundup. Ich würde jetzt gerne die Fragerunde einleiten, falls es Fragen aus dem Publikum, aus dem digitalen Publikum gibt, an unsere Teilnehmenden, an Herrn Adenauer, Frau Mergen oder Herrn Alt, dann können Sie diese bitte eintippen in den Chat oder einfach die Hand heben im Video. Ich schaue mich jetzt um, ob es welche gibt. Professor Xi, wir müssen Ihre Stummhaltung aufheben, glaube ich. Kann das sein? Okay. Ja, guten Tag allerseits. Hören Sie mich, Frau Schäfer? Ja. Herr Alt, wir kennen uns ja von früher her. 2015 haben wir uns ja kennengelernt. Ich wollte eigentlich nichts viel sagen. Ich wollte nur Sie alle begrüßen. Ich wollte Sie Ihnen allen viel Glück für Erfolg wünschen. Und ich wollte Ihnen auch noch versichern, dass Taiwan, die Taiwaner, das Schicksal von Tibet kennt. Und wir wollen, ich möchte nur Taiwan vertreten, unsere Solidarität zeigen für die Tibeter, für die Leute, die Deutschen, die Tibet unterstützen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche, dass Dalai Lama gut geht. Ich wünsche mir, dass die Leute, Hongkonger, Tibeter, Taiwaner, die Uiguren, auch die chinesischen Dissidenten, wir leiden da alle jeweils im unterschiedlichen Grad. Wir leiden ja unter dem diktatorischen Regime von der kommunistischen Partei in China. Aber wie
gerade der Freund, Entschuldigung, ich kenne ihn, aber den Namen habe ich nicht im Kopf. Wenn wir zusammenstehen, dann sind wir stark. Und dann brauchen wir keine Angst zu haben. Dann soll das kommunistische Regime Angst haben, weil sie kein Gewissen haben, weil sie ein leeres Herz haben. Ich wollte nur sagen, und ich finde es so rührend, was Frau Merkel und Herr Adenauer gesagt haben, was Franz Alt gesagt hat, auch der tibetische Freund und Frau Zürchbauer, die ich vor einer Woche noch kennengelernt habe, leider nur noch virtuell. Ich sage Ihnen, wenn Taiwan irgendwas tun könnten, hier in Deutschland, sagen Sie mir Bescheid. Wir sind gerne dabei. Alles Gute für Tibet. Ja, vielen Dank dafür. Gibt es noch weitere Fragen an unsere Teilnehmenden? Ich hätte noch eine Frage. Jan? Hallo, hier ist Ralf Bauer, auch aus Baden-Baden. Frau Merkel, ich begrüße Sie. Ja, ich freue mich sehr, dass Baden-Baden dieses Jahr die Schirmherrschaft übernommen hat. Und Frau Merkel, ich habe eine Frage. Ich wohne ja hier in der Langestraße, also hier, wo diese ganzen Fahnen immer hängen, das ganze Jahr über, aus den unterschiedlichsten Ländern. Können wir das nicht so organisieren, dass die tibetische Flagge eine andere Flagge aus einem anderen Land ablöst, also auch nachdem dieses Jahr dann um ist? Ich kann es, lieber Bauer, ich hatte Sie erst spät gesehen. Schön, dass Sie auch dabei sind. Ich kann das gerne noch mal klären. Wir haben tatsächlich eigentlich immer nur die Flaggen von den 9 Ländern mit den meisten Übernachtungen und Gästen. Und da wird immer sehr genau darauf geachtet. Ich hatte das Thema mit der Flagge von Israel vor 2 Jahren. Vor dem Kurhaus sind 9 Flaggenmasten. Früher waren dort 10 und dann wurde es reduziert auf 9 aus verschiedenen Gründen. Und auf einmal verschwand die Flagge von Israel. Es gab hohe diplomatische Verwicklungen. Und zum Glück waren aber im Sommer darauf genug Gäste aus Israel da und dann rutschte die israelische Flagge dann wieder unter die ersten 9. Also das sind so die langjährigen Usancen hier in der Stadt. Aber ich kann das gerne nochmal klären, ob wir da vielleicht auch am 10. März dann vielleicht eine Ausnahme machen können. Also ich hatte das große Glück, dass ich schon ein paar Mal tibetische Mönche zu Gast hatte in Baden-Baden. Da war Herr Alt auch einmal zugegen. Das waren mindestens 9 tibetische Mönche, die dann draußen in Oos bei mir zugegen gewesen sind. Wir können doch mal eine Veranstaltung machen, wo ganz viele Tibeter an einem Tag nach Baden-Baden kommen und das jedes Jahr, um dann quasi diesen Durchschnitt, ja, quasi der Tibeter so nach oben zu bringen. Man muss das immer ja auch prozentual sehen, ja, denke ich. Genauso wie mit den Corona-Zahlen in Amerika, jetzt auch mit den Infizierten hier bei uns in Deutschland. Wenn man das in Relation sieht zu der, wie viele Tibeter es weltweit überhaupt gibt. Ich weiß nicht, ob das absolut gezählt wird oder in Relation. Einfach damit wir diese, mal abgesehen davon, um darauf hinzuweisen, ist das einfach eine wunderschöne Flagge. Ja? Und wenn man diese wunderschöne Flagge vielleicht durch die Hintertür ein paar Leute drauf, mehr drauf aufmerksam machen kann, was für eine Situation Tibet ist. Also ich stelle mich gerne dazu zur Verfügung, ja, quasi mit was auch immer, möglichst viele Tibeter nach Baden-Baden zu holen und vielleicht auch mal, wir können ja einen tibetischen Momo-Tag in Baden-Baden organisieren oder so. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie, Sie hatten mir ja schon mal darüber berichtet, dass Ihr Zuhause im Grunde ein großes Willkommen immer ist für tibetische Mönche. Und wenn Sie mal wieder Gäste aus Tibet zu Gast haben, dann kommen Sie einfach mal zu mir ins Rathaus und dann hissen wir auch an dem Tag ganz gerne die tibetische Flagge. Dann fühlen sich die Mönche vielleicht noch mehr willkommen und sagen den Landsleuten auch, Mensch, kommt doch ruhig mal nach Baden-Baden. Es ist ein Ort des Dialoges und der Weltoffenheit und vielleicht hilft es dann ja auch. Frau Merkel, auch Ihre Touristiker werden nichts dagegen haben, wenn mehr Tibeter nach Baden-Baden kommen. Das ist unter vielen Aspekten ist das ganz attraktiv. Ja, in der Tat. Vielen Dank. Wir hoffen natürlich auch, dass wir uns nochmal in Person treffen können. Haben wir eben mit Herrn Adenauer schon drüber geredet. Also ich denke vielleicht, wenn die Zahlen irgendwann sinken und das normale Leben langsam wieder losgeht, dass wir uns auch alle mal in Baden-Baden treffen können und dann vielleicht mit möglichst vielen Tibetern gleich. Genau, gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Vielleicht darf ich noch eine Bemerkung machen, keine Frage. Ich bin auch Historiker und weiß deshalb, keine Diktatur dieser Welt
hat auf Dauer überlebt. Es hört sich ja gut an, aber viele Leute glauben einfach nicht mehr dran, wenn man sagt, ja, eines Tages wird Tibet frei sein, eines Tages wird die chinesische Regierung weg sein und so. Das ist aber nicht nur eine schlichte Aussage, das ist historisch belegt. Keine Weltmacht, auch das Römische Reich nicht, auch die alten Azteken nicht, auch die Nazis nicht, haben ewig überlebt. Auch das kommunistische Reich in Russland, in der Sowjetunion, hat nicht überlebt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist die historische Erfahrung schlechthin, dass Diktatoren wieder verschwinden. Die Pharao, oder denken Sie an die Geschichte der DDR, wer hätte im Sommer 89 geglaubt, dass die Mauer in wenigen Wochen fallen wird? Ich nicht und viele andere auch nicht. Warum? Wir hatten zu viel Angst und zu wenig Hoffnung. Das war unser Hauptproblem. In dem Augenblick, wo die Menschen in der DDR ihre Angst überwunden hatten und als Freie auf die Straße gingen, wir sind das Volk, in dem Augenblick musste Herr Honecker das Licht ausmachen in der alten DDR. Und genauso wird es recht bald in China sein. Es ist nicht so, dass das Sprüche sind. Das ist historische Erfahrung. Alle Diktatoren verschwinden und die Freiheit wird siegen. Das wissen wir. Das wissen wir seit Tausenden von Jahren. Und das wird in China nicht anders sein. Ja, vielen Dank, Herr Alt. Und ich glaube, alle, die jetzt gerade hier teilnehmen, stimmen Ihnen dazu. Denn ich glaube, wenn wir nicht daran glauben würden, dass es Hoffnung gibt, dann wären wir jetzt auch nicht hier. Und ich glaube auch, wir als Tibet-Initiative, natürlich glauben wir, dass es Hoffnung gibt. Und wir hoffen natürlich, dass es sich möglichst bald zum Besseren ändert. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum an die Teilnehmenden? Ansonsten hätte ich eine Frage an Herrn Adenauer und danach vielleicht an Frau Mergen. Uns passiert es immer wieder, wenn wir die Städte und Gemeinden anschreiben, dass es alle möglichen Ausreden gibt, warum sie diese Kampagne, diese Aktion nicht unterstützen können. Und eine der häufigsten, ja, ich würde sagen, Ausreden ist, dass sie die Aktion und die Idee zwar gut finden und sich gerne für Tibet einsetzen würden, aber wenn sie jetzt die tibetische Flagge am 10. März hissen würden, dann könnte ja jeder kommen. Dann könnten ja alle möglichen Gruppen kommen, die auch ihre Flagge am Rathaus hissen möchten. Und ich wollte Sie fragen, mit Ihrer Erfahrung, Sie haben ja jetzt einige Jahre die tibetische Flagge am 10. März gehisst, ist es wirklich so, dass danach ein Ansturm von Gruppen kommt, der auch die Flagge hissen möchte? Oder können Sie vielleicht zukünftigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern diese Angst nehmen, Herr Adenauer? Also ich habe die Erfahrung nicht gemacht, es ist kein anderer gekommen. Und im Gegenteil, es hat sogar dazu geführt, dass andere Bürgermeister oder Landräte zu mir gekommen sind und gesagt haben, Mensch, das ist eine tolle Sache, das wollen wir auch machen. Also das hat kein Verdrängungswettbewerb stattgefunden. Gut, und wenn dann eben noch jemand käme, dann muss man sich das genau angucken. Das kann ja sein, dass es auch andere Initiativen gibt, die Flaggen haben, die unterstützenswert sind. Aber ich habe da überhaupt keine Bedenken, habe überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Im Gegenteil, es hat sogar dazu geführt, dass noch andere sich da ein Beispiel dran genommen haben und auch die tibetische Flagge dann gehisst haben. Ja, ich habe eine etwas andere Erfahrung gemacht, gerade hier in Baden-Baden. Es kommen tatsächlich sehr, sehr viele Initiativen, die den Wunsch äußern, dass ich ihre Flagge hissen möchte. Das sind dann nicht unbedingt auch nur einzelne Länder, sondern Organisationen, Initiativen, auch gegen Atombomben oder auch für irgendwelche Benefits-Veranstaltungen. Da muss man dann selber schon überlegen, was ist einem wirklich wichtig und was verdient es auch über eine Flagge zu zeigen im wörtlichen Sinne. Und ich muss einfach auch viele Anfragen ablehnen, weil es sonst nicht mehr die Wirkung hätte, weil es sonst ein bisschen beliebig werden könnte. Und deswegen, lieber Herr Bauer, sind wir tatsächlich auch ein bisschen restriktiv mit unseren Flaggenregeln und haben hier nur eine sehr begrenzte Zahl von Flaggen, die wir überhaupt zulassen. Aber da muss man einfach appellieren, ein bisschen auch an die Botschaft, die Sie ja auch mit Ihrer Initiative seit vielen Jahren vertreten. Und ich sage mal, immerhin schon 460 Kommunen haben sich in den vergangenen Jahren angeschlossen. Und wenn Sie mit so einer Zahl werben und sagen, so viele Kommunen machen das schon, die Initiative gibt es schon seit 30 Jahren und die Kommunen haben trotzdem keine Veränderungen, negativen Veränderungen dadurch erleiden müssen,
Ich glaube, damit können Sie dann schon eher auch argumentieren und sagen, macht mit, es ist doch wirklich für eine wichtige Sache, für eine gute Initiative und vor allem für Gewaltfreiheit. Und ich möchte jetzt nicht zurückgucken auf Donald Trump und das Weiße Haus vor einigen Tagen, aber Gewaltfreiheit ist, glaube ich, in diesen Tagen das Gebot der Stunde und da kann sich eigentlich kein Kollege oder Kollegin zurücknehmen und sich dem nicht auch anschließen. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank für die Antworten. Ich hoffe, das haben möglichst viele Bürgermeister und Landräte jetzt auch mitbekommen. Und ich würde Sie jetzt gerne alle noch bitten, die eine Tibet-Flagge zur Hand haben, diese gleich für einen kleinen Screenshot zu zeigen. Wir möchten nämlich gerne die Flaggenaktion jetzt, die Flaggenkampagne starten, indem wir Digitalflagge zeigen. Und meine Kollegin Tenzin wird dann einen Screenshot davon machen. Deswegen würde ich Sie bitten, jetzt einmal die Flagge ins Bild zu halten. Jawohl, hier, zeigen Sie schon. Okay. Noch einmal, es ist ganz, ganz großartig. Ich freue mich, dass heute 25 Personen hier digital dabei sind. Was ist denn mit dem Herrn Bauer? Der ist doch so für die Flaggen. Der ist gerade nicht am Schirm. Gerade noch. Ja. Ah, da kommt die Flagge. So, dann einmal alle. Perfekt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Danke fürs Flagge zeigen. So, jetzt habe ich es. Danke, dass Sie alle teilgenommen haben an dieser Zeremonie, an der Flaggenübergabe von Gütersloh nach Baden-Baden. Das markiert heute den Auftakt von dieser diesjährigen Kampagne und in den nächsten Wochen werden, wie wir schon angekündigt, alle Rathäuser, Stadträte, Kommunen, Landkreise anschreiben und versuchen, möglichst viele Befürworter für diese Aktion zu gewinnen. Ziel ist es, dass wir am 10. März 2021 hoffentlich ein Meer an tibetischen Flaggen in ganz Deutschland sehen werden, sodass auch die Chinesen daran nicht mehr vorbeischauen können. Wenn Sie dann noch Fragen oder Informationen zur Kampagne benötigen, zu den Terminen oder zu den Aktionen, finden Sie alles auf unserer Homepage www.tibetinitiative.de. Es wird am 10. März auch Protestaktionen geben. Wir werden sehen, wie sich die Situation bis dahin entwickelt hat, ob es virtuell sein wird oder auch in Persona. Aber wir möchten versuchen, diesen Gedenktag so präsent wie möglich zu halten. Herzlichen Dank an Frau Mergen, dass Sie diese Aufgabe jetzt übernehmen. Ich freue mich, mit Ihnen in den nächsten Wochen aktiv in Kontakt zu bleiben, vieles vorzubereiten diesbezüglich. Vielen Dank, Herr Adenauer, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, dass Sie in den letzten 2 Jahren diese Verantwortung getragen haben. Und vielen Dank, Herrn Franz Alt, dass Sie dabei waren für all Ihre wichtigen Beiträge, für die wichtigen Bücher, die Sie veröffentlichen zu Tibet. Ein ganz großer Beitrag. Danke an alle Tibet-Unterstützer, Mitglieder, an Herr Professor Xi, Vorstandsmitglieder, die heute auch daran noch teilgenommen haben, den Tibeter-Verein in Deutschland, Ralf. Dank Ihnen ist das alles möglich, ist unsere Arbeit auch möglich. Und ich hoffe, dass wir 2021 mit der Flaggenaktion viele weitere Personen noch erreichen werden. Damit würde ich jetzt die Veranstaltung beenden und Free Tibet und ich hoffe, wir sehen uns auch bald alle persönlich. Dankeschön. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Ganz danke. Herzlich. Danke. Vielen Dank. Schönen Dank. Tschüss.